Ja, seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und auch Ektodrim zu einem neuen Part. Pokémon, die weiße Edition mit dem Zwergenfürst. Heute begeben wir uns auf Richtung Hauptstadt. Und weiter geht's jetzt Richtung Hauptstadt. Ernsthaft? Winter? Im Ernst? Es wird gerade Sommer. Egal. Schönen guten Tag, überquert man von hier aus die Himmelsfellbrücke, gelangt man nach Stratos City. Genau, Stratos City, das war die Hauptstadt, in der wir uns jetzt begeben wollen. Es gibt Sammler, die selbst ganz normale Items zu exorbitanten Preisen ankaufen. Wer weiß, vielleicht kannst du ja gewisse Items, die für dich keinen Nutzen haben, teuer an die Sammler verkaufen. Ja, wie zum Beispiel Nuggets, die sind immer ganz gut im Verkauf. Sprich mit mir! Wer in einem Kampf als Erster angreift, hat damit oft schon den entscheidenden Vorteil auf seiner Seite. Hier, das dürfte in dieser Hinsicht von Nutzen sein. Flinkklaue erhalten. Zwei verstaut das Item Flinkklaue in der Itemstasche. Hattest du einen Pokémon mit diesem Item aus, bist du womöglich früher als dein Gegner an der Reihe, eine Attacke auszuführen. Nichts zu verachten, so eine Flinkklaue. Was? Okay. Was haben wir dort? Da steht sogar 2. April. Wie kann es Winter sein? Ich nehme das hier am 2. April auf, ist richtig. Ganz richtig. Gut, richtig, aber Winter passt doch nicht zum April. Ach, das Spiel ist defekt. Oha, die Musik kennen wir doch irgendwoher. Aus dem Abspann eventuell? Aus der Endcard? Nein, sowas gibt's doch gar nicht. Diese Kurve hier ist echt die beste. Einfach unvergesslich. Unvergleichlich, meinst du? Aber unvergesslich ist sie auch. Man wird einem sehr schnell schwindelig in der Kurve, wenn man schnell rennt. Oh, ich weiß noch, dass diese Brücke die richtig geilste Grafik hat im Spiel. Wow. Schaut euch das an. Ich hab das geliebt. Und wenn du vorher Pokémon Hard Gold gespielt hast, dann ist das richtig nice, diese Brücke zu überqueren. Mann, wenn du wüsstest, wie lange ich schon versuche rauszufinden, wo exakt die Mitte der Himmelsfellbrücke ist. Ich würde sagen, hier so ungefähr. Hier. Würde sich anbieten, irgendwo zwischen den zwei Pfeilern. So, Timmes Pfeilbrücke wird von 2 Pfeilern gestützt. Also, beziehungsweise von 4. Wow, das ist also das Häusermeer von Stratos City. Oh, ist mir gar nicht aufgefallen. Das Blau, die blauen Stäbchen dort im Hintergrund. Das ist die Skyline von Stratos City. Stratos City ist eine sehr wundervolle, große Stadt, die wir in diesem Part einmal ausgiebig erkunden werden. Das heißt, heute passiert eigentlich gar nicht so viel. Und doch ziemlich viel. Wir werden heute sehr viel sehen. Sehr viel erkunden. Das geht halt in der Geschichte relativ wenig weiter. Hallo, überquert man von hier aus die Himmelsfellbrücke, gelangt man zum ewigen Wald und nach Septerana City. Ja, da komme ich gerade her. Puh.
bin ich jetzt wieder gelatscht. Meine Füße tun ja so weh. Hey, aber das ist noch lange kein Grund, so auf meine Beine zu starren. Natürlich habe ich auf ihre Beine gestarrt. So, Kaufhaus 9, 2. April, Septerna City, sonnig, Stratos City, sonnig, perfekt. Wenn es sonnig ist, dann ist ja alles in Ordnung. Stratos City, so, wir gucken da Sorgfalt um, sprechen jeden an, naja, fast jeden. Vegimak, Grillmak und Sodamak sind drei Pokémon, die sich entwickeln. Wenn du einen besonderen Stein benutzt, welches Pokémon soll sich entwickeln? Was habe ich denn nochmal? Was ist ein Lutz nochmal für ein Typ? Sodamak, Grillmak oder Vegimak? Ich glaube, es war ein Vegimak. Wenn ich mich nicht komplett irre. Das wäre jetzt natürlich ordentlich scheiße, wenn man ist das Falsche bestellen, dann kriegen wir auch das Falsche und kann sich nicht entwickeln. Nehmen wir mal Vegimak. Wirklich Vegimak? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, es war ein Vegimak. Vegimak, also, dann benötigst du einen Blattstein. Zwergi erhält Blattstein. Zwergi verstaut das Item Blattstein in der Itemstasche. Ich weiß nicht, ob du dich auskennst oder nicht. Daher erkläre ich dir die Sache kurz. Wenn sich Pokémon entwickeln, werden sie zwar stärker, können aber nicht mehr so einfach neue Techniken erlernen. Da diese Neigung besonders auffällig bei Pokémon ist, die sich dank eines Steines entwickelt haben, ist es zu empfehlen, Steine erst zu gebrauchen, nachdem die Pokémon einen guten Techniken erlernt haben. Solltest du schon früh deine Pokémon mit Steinen entwickeln, ist es besser, ihnen Attacken mit TM beizubringen. Okay. Auf Deutsch, wir sollen warten. Müssen wir die Entwicklung vollziehen. Richte deinen Daumen auf und balle die anderen Finger zur Faust. Die Geste wird Daumen hoch genannt und bedeutet so viel wie okay oder gut gemacht. Danke, wusste ich noch gar nicht. Weist auch mit eurem Finger nach oben und ballt die anderen Finger zur Faust unter diesem Video. Nennt man auch Like. Über der glückliche Wolken dahin ziehen. Oha. Oha. In Stratos City gibt es echt unglaublich viele Menschen. Leider interessieren sich manche nur für sich selbst. Ja. Das glaube ich. Ich habe ja so viel zu tun. Wenn ich mein Frühstück esse, muss ich schon in Gedanken über das Mittagessen machen. Und beim Mittagessen quält mich bereits das Abendessen. Da will so viel bedacht sein und das wiederholt sich Tag für Tag. Ich bin wirklich unglaublich beschäftigt. Ja, denkst immer nur ans Essen und bist beschäftigt. Ha. In dieser Richtung Stratos Street. Da steht Street. Uferseite Pier der Luxusschiffes. Des Luxus steht da wirklich. Da habe ich mich nur verlesen. Des Luxusschiffes. Entschuldigung. Man kann sich auch mal verlesen. Ich bin zwar ein kämpferischer Angestellter, aber meine Pokémon sind noch schwach. Okay. Schön zu wissen. So, was haben wir denn hier? Ein Luxusschiff. Ein Pier des Luxusschiffes. Die MS Aina Royal wird gerade beladen und vorbereitet. Um die stärksten Trainer gebührend zu empfangen, scheuen wir keine Mühen. Ja, ich darf da noch nicht drauf. Aber ich glaube mich dran zu erinnern, dass das ein Secret nach der Top 4 war. Also, wenn man die Top 4 geschafft hat, kann man mit diesem Schiff irgendwo hinfahren. Dann werden wir auf jeden Fall also noch leben. So, weiter. Und wer ist denn hier noch? In meiner Mittagspause schaue ich gern den Schiffen im Hafen nach.
Was, du machst jetzt schon Mittagspause? Es ist erst um 10. Soll man lieber die Attacken ändern oder gleich das Pokémon austauschen? Da kann ich dir leider nicht helfen. Aber ich gehe jetzt erstmal in Pokémon Center und lade mein Pokémon Team auf. Hey, du, weg da! Ich will mein Pokémon Team aufladen. Oh, du willst dein Pokémon Team wieder fit machen? Tut mir leid, ich wollte dir nicht im Weg stehen. Vielen Dank. Kennst du schon das Gionet? Ja, da habe ich schon mal in einem Part vor langer Zeit betätigt. Du benutzt also das Gionet? Du hast es echt drauf. Ich verrate dir jetzt mal was. Dank der neuesten Technik kann man jetzt auch Pokémon mit Leuten tauschen, die ganz weit weg sind. Wenn du mir nicht glaubst, dann probier es doch einfach mal aus. Nö, keine Lust. Guten Morgen, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder topfit. Sollen wir dein Pokémon fit machen? Yep. Das sind auch nicht sehr viele, aber mach mal. Vielen Dank. Dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Ja, ich bedanke mich. So. Weiter auf der Himmel ist leider. Was steht hier? In dieser Richtung Trent Street. Uferseite Prime Pier. Okay, dann gucken wir erstmal auf den Prime Pier. Der Prime Pier. Prime Pier. Genauso wird es ausgesprochen. Wenn mir das Wasser bis zum Hals steht und ich einfach losheulen könnte vor Wut, dann werde ich mich zum Meer und schreie mit dem ganzen Zorn aus dem Leib. Natürlich nur, wenn ich alleine bin. Aha, bist aber gerade nicht, weil da steht noch einer. Was hat es mit dem schwarzen Schiff auf sich, das hier kommt und geht? Und davon habe ich gehört, von nicht allzu langer Zeit. Das ist irgendwie gebunden, da kann man dann irgendwie so ein Null-Pokémon, irgendwie das Pokémon, was den Pokédex-Eintrag Nummer 0 hat, irgendwie fangen und ach, so weit weiß ich es auch nicht. Also, irgendwas war da. Kampf AG. Trainer, die etwas auf sich halten, sind jederzeit willkommen. Okay. Kampfarbeitsgruppe. Okay. Nee, da gehe ich jetzt erstmal nicht rein. Hart arbeitende Frauen sind schön. Kämpfende Pokémon sind cool. Ich bin fürstlich. Genau. So, was ist mit dir? Jeder Mensch und jedes Pokémon treffen irgendwann den perfekten Lebenspartner. Da sagte mir meine Schwester auf ihrer Hochzeit. Das musste ich ihr einfach glauben. Okay, hier ist ein blaues Schiff. Menschen sind je nach Wohnort recht unterschiedlich. Und ändern sich der Wohnort, dann ändert sich auch in der Regel die Denkweise. Das ist schon ein wenig merkwürdig. Finde ich nicht, aber gut. Und wer bist du? Ich bin nach Stratos City gekommen, um Tanzstunden zu nehmen. Okay. Ein Tanz. Und du? Und du so? Was ist mit dir? Hey Trainer, sind dein Pokémon fit? Das ist das Wichtigste. Geht es deinem Pokémon-Team gut, ist nichts unmöglich. Und du so? Beim nächsten Mal aber, dann werde ich auf jeden Fall ein Stratos-Eis probieren. Hier gibt's Eis? Cool. Hauptsitz des automatischen Passantenumfragekomitees. Im Vorbeigehen der Welt, die Welt verstehen. Okay, gucken wir gleich mal rein. Mein Leben ist mit Freude erfüllt, wenn ich nach der Arbeit einen Pokéball werfen kann und sehe, wie er dreimal hin und her wackelt, um dann zu guter Letzt das Pokémon sicher einzufangen. Okay, ich guck mal rein, ich mach mal Luki Luki. Was ist denn hier? Du findest dich im Hauptsitz des automatischen Passantenumfragekomitees, kurz APUK.
Wenn du beitreten möchtest, sprich doch mit dem Kommentarleiter. Bist du der Kommentarleiter? Was haben die Leute für Vorlieben? Was ist der letzte Schrei? Diese brennenden Fragen beschäftigen dich doch auch, oder? Du befindest dich hier im Hauptsitz des automatischen Passantenumfragekomitees, kurz APUK. Hier zählt nur die Wahrheit, nichts als Fakten. Ich mag deinen scharfen Blick auf deinen Augen, spricht der Forschergeist. Ich habe mich entschlossen, ich ernenne dich hiermit zu unserem Sonderbeauftragten. Zweig wurde feierlich zum Sonderbeauftragten des APUK ernannt. Ein Komitee-Mitglied hat nur eins im Sinn, Umfragen durchzuführen. Erhältst du von mir die Aufträge für deine Umfrage? Dann wählst du im Umfrage da die Umfrage aus, die du durchführen möchtest. Jetzt muss sich dein Weg nur noch mit den möglichst vielen Leuten kreuzen. Dann sammelt das Radar automatisch alle Daten. Natürlich erwartet dich für jede Umfrage eine entsprechende Belohnung. Zweige, ich verlasse mich auf dich. Wonach Daten von einer Mindestanzahl an Personen erheben? Bitte, Stevens Wissenschaft. Willst du den Umfrageauftrag annehmen? Ja. Sobald du mit deiner Umfrage fertig bist, erstatte mir Bericht. Okay, ich gehe dann mal auf die Straße und frage ein bisschen rum. Bis gleich. Hey, ich wollte bloß Umfragen machen. Hey, du bist doch neu hier. Warte mal kurz. Ich würde dich gerne um einen Gefallen bitten. Ich führe gerade allen Mitgliedern eine kleine Befragung durch. Nimmst du auch bitte kurz daran teil? Also dann, legen wir mal los. Stell dir jetzt ein paar Fragen zum Thema der typische Spieler. Was ist dein Hobby? Sport, Lesen, Musik, Kino, Reisen, Kochen, Angeln. Nehmen wir Gaming. Aha, verstehe. Interessant. Machen wir weiter. Was ist dein Beruf? Noch bin ich Schüler. Aha, verstehe. Interessant. Gut, das war's. Vielen Dank. Das war eine wirklich aufschlussreiche Befragung. Hier, nimm deinen Fragebogen doch einfach mit. Dein Umfrageradar wurde der Fragebogen der typische Spieler beigefügt. An Themen bleiben sonst somit noch 8. Ach du Scheiße, ich muss noch 8 Umfragen beantworten. Okay. Willst du nicht noch einem anderen Thema antworten, wenn du schon dabei bist? Nein, später. Ja, ich mach's gerne, aber nicht jetzt. Ich muss eine Umfrage machen. Sprich mich einfach an, wenn du zu einem anderen Thema antworten willst. So, ich gehe jetzt mal auf die Straße und beantworte. Und ich beantworte nicht, ich suche Leute, die mir Fragen beantworten können. Also, los geht's auf die Straße. Was macht ihr? Müssen wir Ihnen das glauben? Was könnte bestimmt Minecraft oder sowas. Minecraft, ja, da. Also, ich kenne ihn vom Sehen her. Da bin ich wieder, hab ein bisschen Informationen auf der Straße gesammelt. Immer eine Freude, dich zu sehen, Zwergi. Wie geht's mit deiner Umfrage voran? Ich habe ein paar Leute getroffen. Ich finde das ganz. Die haben da was geantwortet. Was? Keine Belohnung? Na gut. Was mit dir? Wenn du deine Daten überprüfen willst, wirf einen Blick auf die Grafik hinten an der Wand. Dort stehen alle Infos zu unseren Mitgliedern. Natürlich findest du dort auch alles über dich. Was? Da stehen Informationen über mich dran. Zwergi, Mitglied des Ranges C, Umfrageteilnehmer 0, Dankesmitteilung 0. Okay. Umfragen. So. Und da gibt es noch ein paar Fragen. Was macht dir mehr Spaß, mit Pokémon zu kämpfen oder sie zu tauschen? Weder noch. Finde ich eigentlich alles in Ordnung. Ich sag mal lieber mal kämpfen. Aha, verstehe. Interessant. Machen wir weiter. Welche Art von Pokémon magst du? Coole, niedliche, wundersame. Alle. Ich sag mal wundersame. Aha, verstehe, interessant. Machen wir weiter. Welcher Pokémon-Typ bevorzugst du?
Ganz klare Sache. Das ist eindeutig Feuer. Verstehe, interessant, danke. Gut, das war's. Vielen Dank. Fragebogen mitgenommen. 7 Umfragen bleiben noch. Die machen wir heute nicht alle. Weißt du über die Ringe Bescheid? Wenn du eine gewisse Anzahl an Umfragen durchführst, steigst du im Rang auf. Und je höher dein Rang ist, desto mehr wirst du respektiert. Es werden dir auch Umfragen anvertraut, für die es noch tollere Belohnungen gibt. Ach, das ist so eine Art Sidequest. Kann man machen, wenn man Zeit hat. Wir wollen aber weiter in der Story. Ich werde hier mal Guts und sowas alles ruhig abgrasen und uns nicht alles geben. Jetzt muss ich aber erstmal hier in die Seitengassen rein. Hier würde ich auch noch ordentlich erkunden gegen eine Menschenmasse. Wow, holla. Entschuldigung, wollte euch nicht anrempeln. Entschuldigung, tut mir leid. Entschuldige. Rennen hier alle mich um. Game Freak. Oha. Bei denen muss ich mal rein. Was ist los mit euch? Er sah so einsam und verlassen aus. Da habe ich mir gedacht, ich lese ihm ein wenig aus dem Bilderbuch vor. Wenn du willst, kannst du auch gern zuhören. Dann will ich die Geschichte mal weitererzählen. Ich will aber nicht zuhören. Ich will weiter. Das Zorura war Mutterseelen allein und so tat es das Einzige, was es tun konnte. Es machte sich auf die Suche nach seiner Mutter. Hast du schon mal ein Zorura gesehen? Ich kann dir gerne eins zeigen, was das für ein Pokémon ist. Ah, vielen Dank. Ein Zorura hat die Fähigkeit, die Menschen zu verzaubern. Das mit dem Verzaubern hörte sich zwar gefährlich an, aber ich mag das Zorura. Einfach, weil es eben so süß ist. Nanu, warum wirst du denn auf einmal so rot? Alles klar. Ich gehe mal hoch zu Game Freak. Muss mich mal ein bisschen über die Pokémon-Träge beschweren. Das geht so nicht. Muss mal ein bisschen klar reinreichen. So, wer ist hier der verantwortliche Entwickler für die Pokémon? Tach, ich bin hier der Spieldirektor. Aha, du bist dabei, die Seiten deines Pokédex zu füllen. Sehr löblich. Wenn sich daran einiges angesammelt hat, musst du mir natürlich unbedingt mal was zeigen. Ach so, hat er gerade gesagt, der entwickelt das Pokédex? Ja, das sieht so aus. Hast du die Pokédex-Einträge geschrieben? Junge. Schreib mal was Ordentliches. Und hör auf zu rauchen während der Arbeit. Meine lieber Scholli. Und du so? Was machst du? Huch, was tust du? Ich bin noch gerade dabei, das Ende des Spiels fertigzustellen. Verdirb doch nicht die Vorfreude. Schau es dir lieber an, wenn du das Spiel selbst abschließt. Okay, dich lass ich in Ruhe. Das machst du eigentlich immer gut. Das Ende des Spiels vorbereiten. Da muss ich wirklich sagen, das ist bei allen Spielen immer sehr gut geworden. Vielen Dank dafür. Bin hier für die Grafik zuständig. Und bin Pixelschubser aus Leidenschaft. Schub und wieder habe ich einen Pixel an ihm vorbei. Bestimmten Platz. Juhu. Vom bestimmten Platz hieß das. Und ihr so. Warum danach streben sollte, so viele Pokémon-Kämpfe wie möglich auszutragen und dabei immer stärker und stärker zu werden, ist doch klar, damit noch mehr Pokémon-Kämpfe ausgetragen werden können. Wenn du einmal stark genug bist, dann tritt ruhig mal gegen mich an. Okay, der ist für die Pokémon-Kämpfe verantwortlich. Ich bin ein Relaxo. Quatsch, Scherz beiseite. Ich bin Grafikdesigner. Nur mal so nebenbei, das Item Überreste ist von allergrößter Wichtigkeit. Das hast du designt, oder? Ich bin hier der Sounds-Designer. Oh, darf ich dich umarmen? Ich mag dich. Sounds-Designer. Die Musik. Hast du dich um die Musik gekümmert? Ich habe mir besonders Mühe gegeben, die Spielszenen immer mit der passenden Musik zu untermalen.
Ist dir sicher schon aufgefallen, oder? Ja, darf ich dich umarmen? Ich liebe dich. Diese Musik. Du bist der Beste. Oh je. Haben wir sie alle kennengelernt. Die Verantwortlichen. Und mit dir rede ich nochmal, dort in der Ecke. Die Pokédex-Einträge. Darauf kommen wir nochmal zurück. Vorsicht, durch die Masse. Vorsicht, Vorsicht. Ah, Vorsicht, ich will doch nur durch. Entschuldigung, tut mir leid. Dich. So, was hier? Hier sind plötzlich die ganzen Menschen weg. Wo sind denn die hin? Verschwinden die in der Luft? Alle durch. Hört sich einfach auf, die verschwinden einfach. Okay. Und du? Eine Szenarie mit Menschen oder eine Szenarie mit Pokémon. Beides ist so unglaublich schön, darum male ich Bilder. Ach ja, das der Arena-Leiter, den findest du in der Trend Street. Okay. Hey Trainer, zeig mir, was du auf dem Kasten hast. Lassen wir unsere Pokémon kämpfen. Nein, ich komme nochmal später auf dich zurück. Die wollten nochmal schnell durch die Gassen rennen. Oha, oha, hier ist wieder... Hier ist wieder Dingens. Was mit dir? Hier gibt es das einzigartig und weltbekannte Stratos-Eis. Doch der Besitzer hat geschlossen. Im Winter ist nichts zu verkaufen. Es ist nicht Winter. Es ist bald Hochsommer. Ich will mein Eis. Wird kommen wieder, wenn es etwas wärmer geworden ist. Also im Winter. Wenn es dann wirklich Sommer ist im Spiel. Und was ist hier? Was hast du hier? Sieht aus wie eine Galerie. Stratos Atelier. Okay, schauen wir gleich mal ganz kurz rein. Was haben wir hier? Ein Clown. Ich bin zwar kein großer Künstler. Die Arti bringen aber auch das Werk auf die Leinwand. Und heute würde ich wirklich gerne ein Pokémon vom Typ Flug malen. Zeigst du mir Inspiration, was für ein Pokémon dabei hast? Zeig mir bitte mal ein Pokémon vom Typ Flug. Pokémon vom Typ Flug. Wenn du ein Pokémon vom Typ Flug geschnappt hast, zeig es mir bitte. Zum Dank bekommst du natürlich auch etwas geschenkt. So, Eis kriegen wir im Winter nicht. Obwohl es ja Sommer ist. Obwohl es ja fast schon Sommer ist. Na gut, dann halt nicht. Hier noch eine dunkle Gasse. Ah, erschreckt mich nicht. Alter. Wo? Hahaha, du sollst dein Gesicht sehen. Das ist, dass ich dich erschreckt habe, tut mir leid. Hier, nimm diese Entschuldigung. Blitz erhalten. Okay. Das entschädigt das ein bisschen. Setzt du die Attacke Blitz ein, wird die Genauigkeit der gegnerischen Attacken gemindert. Setzt du die zweimal ein, so halbiert sich die Wahrscheinlichkeit, eine gegnerische Attacke zu erleiden. Daher lautete mein Motto, mehr Licht. Och Mann, hat der mich erschreckt. Kaffee, die Melodie der Ruhe. Nach Spelunke und haben mitten was getrunken. Allein kann man nur wenig vollbringen. Zu zweit erreicht man schon viel mehr. Und zu dritt kann gar sehr viel gelingen. Zu einem Tanz also fehlt mir noch der ein oder andere Tanzpartner. Du, ich habe da schon zwei gesehen. Die haben wir jetzt nicht. Ich würde mal sagen, beenden wir diesen sehr, sehr langen Part. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Streckt euren Daumen aus und ballt die anderen Finger zur Faust. Das nennt man auch Like. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder hier vor der Arena. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Gehabt euch wohl, habt bis dahin noch eine angenehme, fröstliche Zeit. Und ja, haut rein.